Servus und herzlich willkommen. Mein Name ist Bauern Trampel und das hier ist die dritte Folge zum Projekt München und die zweite Folge auf der Schwanthaler Höhe. Wie es schon der Titel dieser Folge erahnen lässt, geht es in dieser Folge primär um alle möglichen Parks und Plätze, die es auf der Schwanthaler Höhe gibt. Wenn das, wie ich befürchte, keine komplette Folge füllen wird, werde ich noch ein bisschen in die Detailarbeit gehen. Dann sollten wir heute in diesem Stadtteil einen großen Schritt weiterkommen. Auch dieses Mal gibt es wieder Informationen während dem Zeitraffer und auch den Link unten in der Beschreibung, um den Zeitraffer zu überspringen. Dann geht es jetzt in den Zeitraffer. So, das erste, was wir hier sehen, ist der Bavaria Park. Der Park hat eine Fläche von 6,8 Hektar und zählt zu einem der vielen denkmalgeschützten Bauten in der Stadt München. Entstanden ist der Park zwischen den Jahren 1825 und 1831. Veranlasst hatte das damals König Ludwig I., damals noch vor den Stadttoren Münchens und unter dem alten Namen Theresienhain. Als dann 1850 die Bavaria-Statue an der Theresienwiese eingeweiht wurde, hat man den Park ebenfalls umbenannt zu Bavaria Park, wie er heute noch heißt. Für die Öffentlichkeit begehbar wurde der Park allerdings erst im Jahr 1872. Ursprünglich war der Park noch direkt mit der Bavaria-Statue und der Ruhmeshalle verbunden. Das hat sich allerdings geändert, als Professor Gabriel von Seidel die Umgebung der Theresienwiese und Umgebung für die große Leistungsschau München 1908 umgeplant hat. Neben mehreren Änderungen am Baumbestand und anderen parkgestalterischen Elementen wurde auch der Bavaria-Ring gebaut, welcher seitdem den Bavaria-Park von der Theresienwiese trennt. Da der Park damals zu einem Ausstellungspark umfunktioniert wurde, kann man dort heute noch eine ganze Menge Skulpturen anschauen, die da aus dieser Zeit noch stehen. Diese sind allerdings zum Großteil eher in München verteilt, da sie anscheinend in den 60er, 70er Jahren, aus welchem Grund auch immer, aus dem Park entfernt wurden. 2007, 2008 wurde das Ganze nochmal umgestaltet. Heute ist es an sich eher ein Erholungspark, in dem man alle möglichen Sachen machen kann, von Fußballspielen, Tennisspielen und Picknick machen. Seitdem wurden auch die ersten Projekte finanziert, um den Park zu erhalten. Und seitdem, soweit ich sehe, gab es keine großen Veränderungen mehr, außer eben am Pflanzenbestand und solchen Sachen. Der nächste Platz ist relativ zentral in der Schwanthaler Höhe. Leider habe ich für diesen keinen Namen gefunden und dementsprechend natürlich auch leider keine Informationen dazu. Wenn jemand aus dieser Ecke kommt und zufälligerweise weiß, wie der Platz heißt, kann es mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Eingeschlossen wird er jedenfalls von der Kasmarierstraße, Ganghofer Straße, Gerolfstraße und der Sattnerstraße. Einmal quer durch geht die Heimeranstraße und soweit ich das vom Satellitenbild her sagen kann, dient der Platz vor allem als Grünfläche für die Anwohner, ein Spielplatz, eine Picknickfläche und ein Spielplatz für, ich vermute mal, Schach oder ähnliches. Ansonsten gibt es dazu nicht viel zu erzählen. Noch kurz die letzten Detailanpassungen an diesem Park. Zum Beispiel eben noch diese vier Felder, die vermutlich als Schachfeld dienen. Die Bushaltestelle hier ist nicht an ihrem richtigen Platz, die muss ich nochmal einfügen, weil die Leute sich überhaupt gar nicht mehr zufrieden gegeben haben. Aber das passiert in einer anderen Folge, in der es ausschließlich erstmal nur um den Nahverkehr geht. Hier geht es jetzt erstmal quer über die Straße auf die andere Seite. Erst noch die Fußgängerunterführung. Diese führt auf die andere Seite, wo sich eine Sparkasse befindet. Davor ist ein kleiner Park mit ein paar Bäumen und vielleicht irgendwas drunter, irgendwelche Bänke oder so, das sieht man nicht genau. Gehört auch eigentlich nicht in die Folge hier, aber da wir eh sehr viel Zeit haben und ich sowieso in dieser Ecke war, habe ich mich diesem Teil auch mal kurz angenommen. Keine große Sache, deshalb weiter zum nächsten Teil. Und zwar ist das der Goliathplatz und direkt daneben die Kirche St. Rupert. Angefangen hier aber mit der Grundschule Bergmannstraße, die sich hier in der Ecke befindet. Die Kirche St. Rupert ist im neuromanischen Stil gebaut worden. Leider auch hier ist das nicht genau die Kirche, die ich hier verbaut habe. Wenn da mal jemand über einen Mod dazu stolpert oder selber die Kirche nachbauen möchte, kann sich da gerne bei mir melden. Ich baue sie dann gerne in die Stadt mit ein. Erbaut wurde sie 1901 bis 1903. Ihr seht schon, das war eine Zeit, in der das Ganze ein bisschen flotter ging. In Köln bauen sie ja heute noch. Ja, so viel dazu. Zum Goliathplatz. Der Platz hat eine Fläche von 10.000 Quadratmeter circa und stand wohl etwa aus dem Jahr 1892. Den Namen trägt er seit 1897. Vermutlich stand er von einer bereits 1318 erloschenen München eine Patrizierfamilie. Bei Patriziern handelt es sich früher immer um reichere Leute, wenn nicht sogar die
absolute Oberschicht. Viel gibt's auch hier nicht. Die Gebäude ringsherum stehen zum großen Teil unter Denkmalschutz. Natürlich hat auch dieser Park über die Jahre diverse Änderungen mitgemacht. Denke aber nicht, dass sie so gravierend sind, dass sie hier erwähnenswert wären. Grob umrissen wichtig ist, da gibt's einen Spielplatz und einen Brunnen. Das ist soweit auch der ganze Spuk. Auch die nächste Fläche hier in München hat keinen wirklichen Namen, soweit ich finden kann. Im Großen und Ganzen handelt es sich um eine Sportanlage in der Mitte der Stadt mit einem Basketballfeld und hier mit den roten Platten angedeutet, eine Tartanbahn zum Laufen. Keine Runde, wie man sie normalerweise so kennt, sondern eine, ja, einzig lange. Zwischen den beiden Zäunen hier angedeutet ein Fußballplatz, auch hier wieder ein Spielplatz und wie in jedem Park bisher ganz, ganz, ganz viele Bäume. Würde mich jedenfalls nicht wundern, wenn wir schon in dieser Folge an die Baumgrenze stoßen. Diese Grünfläche geht noch ein Stück weiter hinter diese Häuser. Auch hier sieht es wieder so aus, als wäre dahinter irgendwo ein Spielplatz und ein Kinderhaus ist wohl auf der anderen Straßenseite. Und wieder Bäume. Davon gibt es in München jedenfalls absolut gar nicht zu knapp. In diese Region kommen wir aber vermutlich doch mal in der Detailarbeit vorbei, um die Häuser hier nochmal neu zu ordnen. Mal sehen, ob noch in dieser Folge. Ganz genau diese Seite meinte ich mit dem Kinderhaus und nochmal ein Spielplatz und nochmal Bäume und nochmal ein kleines Feld. Keine große Sache und für diese Folge auch erstmal der letzte Park bzw. die letzte Grünfläche. Alles weitere ist dann jetzt Detailarbeit und die beginnen wir auf der anderen Seite des Stadtteils und zwar direkt an den Schienen bei der Hackerbrücke. Das hat folgenden Grund: die Häuser hier direkt neben den Schienen stehen deutlich niedriger als der Rest, deswegen ist es ausschlaggebend für die komplette Höhe der Schwanthaler Höhe. Damit meine ich das Verhältnis der Straßen zu den Schienen und einige Steigungen und Absenkungen innerhalb des Stadtteils. Wer schon mal von der Hackerbrücke aus zu Wiesen gelaufen ist, denke ich mal, dürfte sich hier so ein bisschen wiederfinden. Jedenfalls ganz grob erkennen, wo wir hier ungefähr arbeiten. Aber Näheres zu dieser Region danach im Live-Teil kurz. Hier dafür, dass es jetzt der erste Teil von Detailarbeit ist, den ich in dieser Stadt mache, mal kurz die groben Absichten erklärt, mit denen ich an die Sache rangehe. Geht auch relativ simpel. Im Endeffekt, da wo ein großes Haus ist, ein großes Haus. Da wo ein modernes Haus ist, soll ein modernes Haus hinkommen. Es muss nicht exakt das gleiche Haus sein. Wäre natürlich schön, wenn es mit der Zeit kommt, dass einige Gebäude hier nachgebaut werden. Mir persönlich fehlen dazu allerdings leider die Fähigkeiten und ich weiß nicht, ob sich jemand findet, der sich das hier für das Projekt antun möchte, Modelle zu bauen. Aber gut, das wird sich mit der Zeit zeigen, wie dieses Projekt hier so in der breiten Masse ankommt. Jetzt jedenfalls soll die Stadt mal so weit nachgebaut werden, dass ungefähr das Stadtbild so ungefähr passen kann. Da wo eine Freifläche ist, eine Freifläche. Da wo, wie gesagt, moderne Gebäude sind moderne. Da wo alte sind alte. Da wo irgendwas Markantes ist, zum Beispiel eine Brauerei oder irgendein Park, soll auch dieser Park ungefähr so da sein, wie er in echt aussieht. Vom Gefühl her würde ich sagen, hier mit dem ersten Teil kommen wir in eine sehr, sehr gute Richtung. Ich war selber überrascht, wie gut es eigentlich aussieht, aber das seht ihr ja nachher selbst. Hier ein gutes Beispiel mit diesen alten sowjetischen Häusern. Jeder, der es mal auf Google Maps nachgucken möchte, diese Region, ungefähr so sieht es da aus, ganz grob. Sollte ich mal eine bessere Alternative finden, werde ich das natürlich sofort ändern. So dass sich zu diesem Gebiet hier keine wirklich historischen Bauten befinden, zu denen es sich lohnt, irgendwas zu erzählen, werde ich jetzt erstmal mit Musik den Zeitraffer zu Ende gehen lassen und dann direkt in den Live-Teil starten. Der geht noch ungefähr eine Minute. Der Link, den kennt ihr ja unten in der Beschreibung, der bringt euch da direkt hin. So, Live-Teil. Ihr seht schon, ist immer noch ein ziemlich großes Chaos, das Ganze hier. Hier im Hintergrund vor allem noch die ganzen blauen Flecken und das ganze Straßenchaos, diese provisorische Autobahn. Aber hier in der Stadt hat sich schon einiges getan.
mal begonnen von hinten nach vorne aus dem Zeitraffer. Hier die Detailarbeit, die wir hier am Rand noch gesehen hatten. Was ich gleich noch sagen möchte, eben was ich meinte mit dem Weg zur Wiesen. Das hier ist jetzt in der Theorie die Hackerbrücke. Ist noch ein bisschen ausbaufähig, aber das kriegen wir auch noch alles hin. Dann geht man hier weiter, also hier in der Mitte irgendwo steigt man aus, da ist der Bahnhof. Kommt hier rauf, läuft darüber. Und hier sieht man jetzt keine Wand wirklich, weil es einfach nicht geklappt hat. Aber hier steigen also die ersten hier die Treppen runter und gehen hier an die Wand schiffen. Hier sind dann zum Beispiel, hier ist noch ein, ja, so ein Biergarten. Hier sind so Hütten, wo man Bier kaufen kann, alles Mögliche. Dann geht es eben hier rüber. Da ist dieser langgezogene Brunnen in der Mitte. Vielleicht finde ich dafür irgendwie einen Weg, den darzustellen. Weiter geht es dann eben hier über die Brücke drüber. Von der aus man dann nochmal hier rüber gucken kann. Ein relativ hübscher Blick eigentlich. Hier geht es dann in so einen Gebäudeblock rein, den ich hier leider noch nicht darstellen kann. Da werde ich vielleicht noch irgendwie eine Lösung dafür finden, muss nur das richtige Haus finden, das ich hier eben einsetzen kann. Wenn man sich jetzt zum Beispiel mal diese Blöcke hier anguckt, ich denke mal so eine ungefähr wird es dann werden. Muss halt nur schauen, dass ich den irgendwie so hier einsetzen kann, dass der Weg hier auch noch zur Geltung kommt, weil eigentlich ist hier nur das Haus, also nur Wand um die Ecke rum und der Weg geht durch das Haus durch. Jeder, der das kennt, kann sich ungefähr ein Bild draus machen. Die es nicht kennen, können gerne mal auf Google Maps vorbeigucken. Vielleicht stelle ich den Link noch unten mit rein, ungefähr mit den Koordinaten. Müsst ihr nicht lange suchen und wisst ungefähr, was ich meine. Hier geht es dann eben weiter mit dem Weg hinten rum, hinter diesem Spielplatz vorbei. Hier die Panflötenband, die ich das letzte Mal meinte, vorbei am Toys R Us. Das wird allerdings auch noch hier alles neu gebaut und eben hier dann die Straße runter und hier ist auch schon der Eingang. Gut, hinter der Bavaria, das hier soll die Bavaria darstellen, das hier soll die Ruhmeshalle darstellen. Dahinter ist der Bavaria Park. Muss ich kurz überlegen, weil das hier ist der Bavaria Ring, die Straße, die eben den Bavaria Park trennt, seit dieser Leistungsschau München, was war das, 1908 glaube ich. Seitdem ist er eben getrennt und seitdem wurde hier drin noch einiges verändert. An sich ist es eben ja ein Park, in dem man hier die Wiese in der Mitte hat zum Liegen und zum Fußballspielen, Picknick machen hier in der Ecke. Hier gibt es generell hier noch ein paar Ecken, sonst ist eigentlich Wald. Und ja, kann man eben sich erholen hier aus der Gegend. Ich denke mal ganz, ganz hübscher Park eigentlich. Ich war selber noch nie drin, aber werde da vielleicht mal die nächsten Wochen vorbeigucken. Mal schauen. Hier rechts rüber geht es dann eben in dieses ganze Messegelände. Da ist jetzt zum Beispiel dieses langgezogene. Hier ist eigentlich das Verkehrsmuseum. Da wird auch noch Nachholbedarf sein, das Ganze irgendwie aufzubauen, weil es doch ein sehr markanter Platz ist. Ihr seht schon, wenn ich jetzt hier gerade rauszoome, wie sich halt das Stadtbild schon langsam aufbaut. Wenn ihr zum Beispiel hinten sieht, dass da höhere Gebäude sind, das sieht jetzt vielleicht ein bisschen arg einheitlich aus, aber wenn ihr jetzt anguckt, ungefähr so sieht es tatsächlich aus. Wenn man jetzt halt hier das Gebiet noch zu einem großen Haus baut, eben aus diesen Häusern, dann zeigt sich da langsam eben, wie das Ganze in München aussieht. Und ja, ich denke mal, hier entlang wird es noch ein bisschen moderner werden und dann haben wir die Abwechslung ganz gut drin. Was wir in dieser Folge noch gemacht hatten, war eben dieser kleine Platz hier, zu dem ich leider keinen Namen hatte. Mit dem Sparkassending auf der anderen Seite. Theoretisch wäre jetzt hier die Sparkasse. Mal gucken, wiefern wir das umsetzen können. Das kommt alles in die Teilarbeit. Hier die Kirche und der Park dazu. Mit der Grundschule hier. Ich habe leider keine bessere gefunden. Deswegen nehme ich jetzt die Standardgrundschule. Generell müssen wir hier in der Stadt noch eine ganze Menge Schulen und so weiter verteilen und ja, halt auch, weil jetzt alles hier steht, zum Beispiel Feuerwehr und Müllverbrennung und lauter so Müll, der hier alles rumsteht und eigentlich gar nicht da sein soll, verpestet hier die Theresienwiese. Das wollen wir natürlich nicht, das müssen wir in der Zukunft noch ändern. Aber das sollen natürlich auch die richtigen Plätze sein. Wenn wir jetzt zum Beispiel hierher gehen, dann müssen wir mal kurz den Blick in das hier wagen und die ganzen Probleme werden wieder offensichtlich. Hier zum Beispiel die Feuerwache 3, die steht da wirklich ungefähr in dieser Region. Die Grundschule hier, wie gesagt, steht auch in der Region. Irgendwo hier ist noch eine Schule, habe ich vorhin gesehen. Ich weiß jetzt nicht genau wo und ich weiß nicht mehr genau welche, aber es wird sich
innerhalb der nächsten Folgen zeigen. Ich denke mal, da wird es eine Folge dazu geben, irgendwie öffentliche Gebäude oder ähnliches. Ja, an sich an den Plätzen oder von den Plätzen her, hier ist eben noch diese Sportanlage, die ich meinte, mit dem Kinderhaus auf der anderen Seite und noch ein paar Spielplätzen und ähnlichem. Gehört auch noch dazu. Ja, eben die ganzen Schienenanlage hier noch zum Beispiel, die sich hier durch die Stadt schneidet. Müssen wir auch noch alles anpassen. Was mir jetzt zum Beispiel hier für ein Problem aufgefallen ist, wo ich für eine Lösung finden muss, wenn ich jetzt hier mal kurz auf die Schienen gehe. Selbst mit dem Advanced hier Road Dingens, Road Anarchie, kann man hier die nicht wirklich miteinander verbinden. So geht es jetzt zum Beispiel, aber dann hat es halt die Schiene dazwischen. Da müssen wir noch irgendwie eine Schiene entfernen oder so. Oder halt einfach so bauen, dass wir keine Weichen brauchen. Also es wird sich zeigen. Hier habe ich jetzt mal ein bisschen rumprobiert gehabt damit. Ungefähr so weit müsste man die Schienen auseinanderziehen, damit es funktioniert mit den Weichen. Naja, muss man eben mal gucken. Hier zu der Region noch, hier kommt es in so ein Wohngebiet rein, im Zeitraffer habe ich schon gesagt, das Ganze, der Ziel von dem Ganzen ist natürlich nicht, die Häuser 1:1 nachzubauen. Hier sieht man jetzt zum Beispiel, habe ich das Ganze halt einfach aufeinander geschoben. Das sind jetzt die Standardhäuser, sind einfach nur ineinander geschoben, aneinander geschoben, weil das Stadtbild von München halt irgendwas nicht so aussieht. Also es sieht nicht so aus, dass hier Lücken zwischen den Häusern sind und so weiter, sondern die stehen wirklich Haus an Haus und deswegen muss ich das irgendwie auch darstellen können. Und ja, deswegen eben so zusammengeschoben. Hier die Formen stimmen ungefähr, die Häuser an sich stimmen natürlich nicht. Das habe ich jetzt irgendwie aus dem servettischen Modpack rausgenommen. Das wird sich mit der Zeit noch zeigen, ob ich da vielleicht bessere Alternativen finde. Den Teil hier habe ich im Zeitraffer gar nicht gezeigt, deswegen nochmal kurz dazu. Da war es mit den ganzen Höhen und so verquer, dass ich das ja, einfach mal rausgelassen habe. Auch wieder ein Wohngebiet eben. Hier ist eigentlich eine Baustelle aktuell, ja, die lohnt sich jetzt nicht dahin zu setzen. Naja, an sich, es geht weiter in der nächsten Folge eben mit Detailarbeit. Ich weiß noch nicht, was genau das Hauptthema sein wird. Eventuell die Augustinerbrauerei oder MVV oder öffentliche Gebäude. Werden wir sehen. Auf jeden Fall kommt Detailarbeit dazu. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr von dem Stadtteil hier oder von der Serie bis jetzt haltet. Ja, könnt ihr mir auch gerne mit einem Daumen nach oben zeigen oder... Wenn ihr noch weitere Videos sehen wollt von dieser Folge, von dieser Serie bzw. anderen auf meinem Kanal, könnt ihr mir auch gerne ein Abo dalassen, würde mich sehr freuen. Ansonsten wünsche ich viel Spaß, Servus und bis zum nächsten Mal.